Ah ne, ich kann den ja gar nicht mehr drehen. Jetzt kann ich den auch nicht mehr drehen. Okay, jetzt muss ich den hier drehen nochmal. Die Kabel scheint ja gleich auf den einen unteren Kristall da. Jetzt scheint auf den Kristall. Ich muss jetzt noch hoch machen zu dem anderen. Hoffe ich. Ja. Es hat geklappt. Schnell jetzt. Befragt den Schatten, ehe er sich auflöst. Die Dunkelheit. Sie regt sich. Spürt ihr es? Der sieht ein bisschen aus wie dieser eine Typ von Diablo. Also, was heißt der eine Typ? Irgendwie sieht das ein bisschen aus wie Diablo. Naja, erzähl mir von der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist ein Ort, ein Gefängnis. Doch sie ist noch mehr als das. Was einst schlief, regt sich nun. Und es ist hungrig. So ungeheuer hungrig. Diese Dunkelheit, ist sie das, was Radar als Saran und Fürstin Belaine suchen? Belaine suchen. Der Asche Fürst und die alte Fürstin. Ja, doch sie haben unterschiedliche Ziele. Fürstin Belaine, das Gefäß, das sich niemals füllt. Sie erweckt das schwarze Herz. Sie lacht unter den Sternen und Sphären. Versteht ihr? Wenn das schwarze Herz schlägt, dringt sie die Schatten. Unter Sternen und Sphären, wo finde ich Fürstin Belaine? Sie geht dorthin, wo sich Missingwelten drehen. Im Globus der Schatten. Könnt ihr es hören? Das Pochen? Ihr wandert zwischen den Schatten. Ich sehe es in euren Augen. Ihr werdet fallen, wie ich gefallen bin. Hinabgezogen. In die Dunkelheit. Okay. Okay, er ist noch da. Erinnern wir es erstmal. Solche Qual. Solcher Schmerz. Seelen, die in Molag Bals Reich gefangen sind, verdorren über die Jahrhunderte. Doch dieses schwarze Herz. Es raubt Kreaturen ihre Lebenskraft fast auf der Stelle. Ich wünschte, die Erinnerung hätte uns mehr verraten und wäre etwas zusammenhängender gewesen. Wir wissen, dass Radar al-Saran und Fürstin Belaine noch etwas suchen, was man das schwarze Herz nennt. Ja, aber anscheinend zu unterschiedlichen Zwecken. Instabile Durchbrüche im Gewebe der Wirklichkeit. Implodierte Gemächer, gefangene Schatten. Alles weist auf irgendein schreckliches Dwemer-Experiment hin, das aus der Bahn geraten ist. Diese dunkle Energie ist ganz klar mächtig. Und gefährlich. Was könnten Radar al-Saran und Fürstin Belaine mit so etwas wollen? Wie der Schatten andeutete, trachten die beiden aus unterschiedlichen Gründen nach dem schwarzen Herzen. Ich kann nur mutmaßen, was Radar al-Saran mit einer solchen Macht anstellen würde. Was Fürstin Belaine angeht... Er nannte sie das Gefäß, das sich niemals füllt. Eine ungewöhnliche Beschreibung. Ungeachtet dessen müssen wir sie finden. Sagt euch unter Sternen und Sphären irgendetwas? Es muss etwas mit dem Himmel zu tun haben. Oder vielleicht Konstellationen, so wie die, die uns nach Betar Zeel führten. Jedenfalls ist unbestreitbar, dass der dunkle Strom, der durch diesen Ort fließt, Seelen einfängt und sie zu diesen Schatten pervertiert. Bei dem Schatten klang es so, als wäre das schwarze Herz lebendig. Vielleicht steckt wirklich eine Art Leben in ihm. Mit Sicherheit birgt es eine schier unermessliche Menge an Macht.
genug Macht, dass wir nicht zulassen dürfen, dass sie Rada al-Saran oder Fürstin Belain in die Hände fällt. Kommt, mein Freund. Setzen wir unsere Suche fort. Okay. Ich muss in die Richtung. Komm ich hier wieder raus irgendwie? Da hier. Dann gehen wir mal weiter. Oder? Na doch, hier geht's weiter. Wieder zurück zur Bibliothek. Feinde. Achtet auf Anzeichen der grauen Schar. Die sollten uns zu Rada al-Saran und Fürstin Belain führen. Warum sind wir hier unten? Hier gibt es nichts zu essen. Gifte, 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 Gifte. So, ich muss einfach auf Griff gehen. Bestimmt ja. Hey, Quilde. Zeigt ihnen keine Gnade. Wo ist denn rum jetzt hin? Wahrscheinlich. Ja, weiter. Was denn jetzt? Was tut das? Sah cool aus. Ja doch, sah cool aus. Okay. Jetzt weiß ich, warum ich nachträglich immer noch was kriege. Also diesen Schuss kriege. Immer wenn diese Frost auf dem Boden verschwindet, also sozusagen explodiert, bekomme ich den Schutz. Beobachtungsplattform, dann gehen wir mal hoch. Sterne und Sphären. Natürlich ein Planetarium. Rada al-Saran und Belain, da sind sie. Belauschen wir sie. Das Planetarium von Arktzand. Der Schlüssel zu unserer Erlösung. Es steht hier reglos seit fast 3000 Jahren. Seid ihr euch sicher, dass der Schlüsselstein es antreiben wird? Es muss bereit sein, wenn die Zeit kommt. Der Schlüsselstein ist nur ein Teil des Rätsels. Wir müssen auch das Schwarze Herz erwecken. Genau wie abgemacht. Ich gab euch mein Wort, Belain. Die graue Schar wird eure Prophezeiung wahr werden lassen. Die Omen und Vorzeichen von Rake-Hexen können ermüdend sein. Doch hierfür sind sie notwendig. Das schwarze Herz muss wieder schlagen. Und das wird es, Belain. Bald. Mit dem Schlüsselstein können wir nach Belieben kommen und gehen. Verlassen wir diesen Ort. Wir haben noch viel zu tun, bevor wir das Planetarium wieder in Gang setzen können. Was sind die eigentlich? Ach, da unten waren sie. Prophezeiungen der Rake-Hexen? Welches Schicksal fordert ihr nun heraus, Rada? Wie wir spekuliert hatten, kann der Schlüsselstein mehr als nur Türen öffnen. Rada al-Saran und Fürstin Belain planen, ihn einzusetzen, um das Planetarium wieder in Gang zu setzen. Eine Frage bleibt. Warum? Und welche Rolle spielt das Schwarze Herz bei ihren Intrigen? Sie hat drei Hexenprophezeiungen erwähnt. Wisst ihr, was sie damit meint? Ich bin mir nicht sicher. Wir wissen, dass die graue Schar Rake-Hexen in ihren Reihen hat. Vielleicht spielt ein örtlicher Zirkel eine Rolle bei all dem. Wir müssen mit Arana sprechen. Wenn wir mehr über Rake-Hexenprophezeiungen erfahren wollen, können wir uns auch gleich an eine Fachfrau wenden. Sollten wir Adar al-Saran und Fürstin Belain nachsetzen? Ohne den Schlüsselstein oder weitere leeren Portale können wir nicht hinunter in die Planetariumskammer. Ich werde hier bleiben und versuchen, ihre Fährte aufzunehmen. Ihr müsst für mich zum Rebellenunterschlupf reisen und so viel wie möglich von Arana erfahren. Okay, mal wieder ein
Buff draufballern. So. Schwarzwalde, Arx und Kaverne. Da sind wir wieder draußen. Muss ja nicht gegen alles kämpfen. Also ich glaube, ich muss wieder in die Oberfläche zurück. Geht in der Rebellenunterschrift zurück. Ja, war ja klar. Dann gehen wir da einmal wieder zurück. Hallo. Rebellenunterstand ist doch nicht das, oder? Dann warten wir kurz eben dahin. Das geht. Zum Unterschlupf zurück. Schwäsch mit Arana. Lieben gern, lieben gern. Sieht direkt hier oben. Scheinbar, ne? Weiter so! Setzt das Silber gut ein, was wir beschafft haben, ihr faulen Ziegenhirten! Oh, das verstehe ich. Also, aber ein Buch ist da noch. Arana. Ich hatte mich gefragt, ob ihr zurückkommen würdet, Bussard. Die Würmer und Geister hören nicht auf, mir zuzuflüstern. Sie sprechen von finsteren Taten und sich regender Finsternis. Doch bei euch waren sie totenstill. Habt ihr Fürstin Belein einholen können? Ja, aber sie ist wieder entkommen. Sie versucht etwas zu erwecken, was sie das schwarze Herz nennt. Das schwarze Herz, sagt ihr? Es gibt eine Geschichte, die so alt wie das Reik ist, in deren Mittelpunkt ein böses Herz steht. Wie die meisten Reik-Geschichten endet sie blutig. Belein mag durch euer Netz geschlüpft sein, doch wir wissen, was sie vorhat. Dank euch ist die Jagd noch nicht vorbei. Geschichte vom schwarzen Herzen. Der Geistersang-Clan kennt sie gut. Es war einmal mein Clan. Ich muss mit meiner Schwester Natari sprechen. Sie hat die alten Geheimnisse studiert. Sie kennt die Prophezeiungen, gute wie schlechte. Wenn jemand die Gedanken von Fürstin Belein durchdringen kann, dann ist sie es. Alte Geheimnisse? Traditionen, die von unseren Vormüttern weitergegeben wurden. Wie die Geschichte der Prophezeiung des schwarzen Herzens. Es geht dabei um Seelen, Schatten, N. Ich kenne den Kern, aber Natari begreift auch die Feinheiten. Leider haben wir sehr, sehr lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Würde Natari mit mir sprechen? Einem Außenseiter? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen jemanden, der sich für uns einsetzt. Wir brauchen Bradan. Er ist ein Freund und er wird vom Clan geachtet. Wenn er für euch bürgt, könnte Natari vielleicht mit euch sprechen. Er besucht oft Holdans Ring, um Neuigkeiten auszutauschen. Trefft mich dort. Ja, wir werden uns treffen. Bardan kann etwas über die Stimmung im Geistersang-Clan sagen. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Ich bin mir sicher, er wird uns helfen, meine Schwester zu treffen.
Sicher, er mag ein Werwolf sein. Aber ich hatte noch keinen treueren Freund. Sucht nach ihm in Holdans Ring. Ich treffe euch dort. Alles klar. What the fuck? Ich habe 158.000 Erfahrungspunkte bekommen. Kein Wunder, dass ich direkt 2 Level aufgestiegen bin. Alles klar, wir. Das mache ich eben noch ein Dingens hier. Ich habe eine neue Kopfbedeckung bekommen. Die ist sogar mittel. Aber die ist. Nach der weniger Magiker, warum? Wegen dem maximalen Leben. Dann verzaubern sie wir mal. 230. 223 mal. Jetzt macht sie alles besser. Nehmen wir den Helm. Sauber. Helm der Hexen, des Hexenritters gesammelt. Achso, stimmt, das ist ja ein Set. Das ist die Frage. Binden um die Gegenstand eurer Sammlung zu finden. Aber genau, was macht das letzte? Erhöht eure Waffenkraft gegen Feinde, auf denen ein Giftschadeneffekt wirkt. Um 365. Weil Giftschaden mache ich nicht, aber es wäre gut für meinen Bogenschützen. Alles klar. Dann Fähigkeiten kann ich ja noch eins machen. Schade, schade. Das habe ich sowieso auf Max. Hier bin ich ja auch schon auf Max. Schmieden muss ich eigentlich nicht können. Schneiderei, wo er. Nee. Da könnt ihr eure Analysezeit auf 5% erkannt. Meisten guten Skills habe ich aber schon gelernt. So, mal fang ich mal an. 20. 10. Unaufgreifer. Erhöht eure physische Resistenz um 0, wenn ihr mindestens 5. Ne, habe ich ja nicht. Erhöht euer Widerstand gegen kritische Treffer. Das wäre eigentlich auch mal was resistent. Erhöht eure magische Resistenz. Theoretisch wären die beiden auch gut. Fokus auf leichte Rüstung. Erhöht eure physische Resistenz um 105, wenn ihr mindestens 5 Teile leichte Rüstung tragt. Das haben wir ja. Deswegen mache ich den erstmal weiter. Aber wenn es 9 ist, kann ich den auf Nummer 10 noch machen. Kriegst du ja. Reduziert die Kosten von Befreien. Das haben wir verlangsamt freigestellt. Wenn ihr Wucht nutzt, besteht eine Chance von 33%, das Laubtempo des Feindes 3 Sekunden lang um 20% zu verringern. Siehst du? So, 29. 00. Hab ich da was auf 9? Erhöht eure Magie durch den. Ja, gut, das mache ich erstmal noch. Was gesegnet? Gewirkte Heilung. Machen wir den erstmal auf 10. Oh, ich habe Magieprozession freigeschaltet. Erhöht eure Chance auf kritische Magietreffer um 3%. Das ist sehr, sehr gut. Da will ich mal kurz einen Charakter frei angucken. Kritische Magietreffer 23% jetzt. Nice. Hier habe ich ja nichts bekommen, ne? 64 habe ich da schon. 64 da, ja, Max. Alles klar, ja, das beendet dann diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann, tschuiu. Heimtückische Ränke bedrohen dieses brüchige Königreich. Ich habe diese Finsternis aus erster Hand erlebt. Täuschung. Zwietracht. Zerstörung. Sie zehren am Leben von Männern und Frauen. Vergesst nicht die Stärke, die in euch ruht. Es ist dieser Augenblick, Krieger, an den sich die Geschichte erinnern wird. Ohne eure Hilfe wird Himmelsrand
auf ewig verloren sein.